Nimmt mir nicht den Bär, wär ein krasser Gegner wie ein Berserker. Doch beschwert sich mehr über Maskenträger als Querdenker. Inszeniert sich hier als eine Battle-Rap-Legende. Der beste Track auf seinem Channel ist deine McDonalds-Bestellung. Und fix eine volle Awareness, guckt wie man die kontern kann, die Scheiße. Sich mit falschen Streams erfolgreich nennen, frontet mich am meisten. Die Ironie ist unfassbar, jeder sieht dir an, dass du so fett bist. Du schießt scharf gegen den Mainstream, aber kaufst dich in die Playlist. Dir ist ja klar, dass das nicht jeder in seinem Leben schafft. Dass die Karriere an den Kai gebunden wie eine Segeljacht. Jetzt sieh zu, wie ich deine Story beend. Was bringt Next Level Music, wenn du noch in einem Tutorial hangs. Das ist kein Spiel mehr, Lorenzo, du machst dich ja niemals in Minus. Wenn du auf falsche Zahlen wetzt, wie bei Losing Streaks in Casino. Fragst dich in einem Track nur noch, ey, was denn bloß der Rest der Welt? Die denken sich doch nur noch, was wär, wenn er mal die Fresse hält. Lipp mir mit den Leuten dein Ende ein. Du würdest so gern Rapper sein, doch wer wird so ein Rapper sein? Niemand findet die Texte nice, hattest doch nie nen Battle-Hype. Was nützen Fake-Streams, wenn dein Name auf der Strecke bleibt? Leg mir mit vier Leuten dein Ende ein. Du würdest so gern Rapper sein, doch wer wird so ein Rapper sein? Niemand findet die Texte nice, hattest noch nie nen Battle-Hype. Was nützen Fake-Streams, wenn dein Name auf der Strecke bleibt? Jetzt machen die Attentäter Lippenenden kalt, punche Gegner mit Texten halt anders als dieser Wackhead halt. Ja, es liegt daran, dass man Massenträger nicht betteln kann. Nein, das liegt daran, dass du Massenträger nicht betteln kannst. Was willst du als Angriff gegen Novum bringen, wenn die Juroren Mask Punchline technisch vorne sehen? Hast keine Runde gebracht, wird mal der Gegner zu krass. Reichst du ein, wird das im VRT der ekligste Punch. Real Talk, du hast dein Talent im Netz verbreitet, deshalb sind im Untergrund die meisten Rapper scheiße. Keine Punches, man, du kommst und represent nicht weit im Game. Ihr bringt Music auf Next Level, wir bringen Battle Rap auf Final Stage. Jeder wird dich nach Novems Texten ausmachen, denn ich will sogar dein fucking Emoji-Tattoo auslachen. Verschlag die Sonnenbrillengläser und drück sie in deine Augen. So musst du nicht sehen, wie wir ins Viertelfinale kommen. Leg mir mit den Leuten dein Ende ein. Du würdest so gern Rapper sein, doch wer wird so ein Rapper sein? Niemand findet die Texte nice, hattest doch nie nen Battle-Hype. Was nützen Fake-Streams, wenn dein Name auf der Strecke bleibt? Leg mir mit vier Leuten dein Ende ein. Du würdest so gern Rapper sein, doch wer wird so ein Rapper sein? Niemand findet die Texte nice, hattest doch nie nen Battle-Hype. Was nützen Fake-Streams, wenn dein Name auf der Strecke bleibt? Euer Label wär Next Level, wenn ihr eigens was im Spiel holt. Bei euch wirken die falschen Streams bloß wie ein Cheatcode. Kaufst dir Bekanntheit ein. Du und deine Crew seid wirklich wie der Kassenbier, weil ihr ein Haufen von Flaschen seid. Was redest du vom Bombenlegen? Leute gehen dir nicht aus dem Weg, die wollen dich nur nicht performen sehen. Lipminute, du bringst hier nicht den Killer-Shit. Bitte mach die Quali wahr und nimm den Strick. Leg mir mit den Leuten dein Ende ein. Du würdest so gern Rapper sein, doch wer wird so ein Rapper sein? Niemand findet die Texte nice, hattest doch nie nen Battle-Hype. Was nützen Fake-Streams, wenn dein Name auf der Strecke bleibt? Leg mir mit den Leuten dein Ende ein. Du würdest so gern Rapper sein, doch wer wird so ein Rapper sein? Niemand findet die Texte nice, hattest noch nie nen Battle-Hype. Was nützen Fake-Streams, wenn dein Name auf der Strecke bleibt?